Willkommen zurück zu Alan Wake American Nightmare. Ich bin Mr. Cutter, let's play in das Kaninchen. Und nun ja, wir müssen hier die Zimmer untersuchen. Allerdings haben wir mitbekommen, dass Emma von der Dunkelheit angegriffen wurde. Wir haben sie aber noch nicht gefunden. Sie ist hier nicht drinne gewesen. Und jetzt müssen wir hier die Zimmer entsprechend untersuchen, um weitere Hinweise zu finden. So wie diesen. Das ist der Typ, den wir... Michael Farabee. Genau. Dead. Tortured. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ja, und da liegen Schlüssel, die ich jetzt entsprechend... I guess that'll have to be my next stop. Aufnehmen müsste. Allerdings, muss ich dazu sagen, ich habe das jetzt schon mal gemacht. Ich habe diese Schlüssel aufgenommen und dann wird man nämlich hier direkt in die nächste Szene gebeamt. Das kennen wir ja auch noch aus Alan Wake, dem Originalspiel, dass dort sehr gerne einfach unwiederbringlich Szenenwechsel waren. Was dies genau ist, das ist ein unwiederbringlicher Szenenwechsel, wenn ich diese Leiche untersuche und den Schlüssel mitnehme. Und das möchte ich noch nicht, da ich erst 9 von 21 Seiten gefunden habe. Also hier muss es noch einiges an Seiten geben und wir wissen ja, dass in... Was war das denn gerade? In dem einen Tunnel ist noch eine weitere Waffe, die ich auf jeden Fall noch haben möchte. Deswegen habe ich das jetzt, nachdem ich in der nächsten Szene war, gemerkt habe, ich komme nicht zurück, alles nochmal schnell gespielt. Was ein wenig schneller geht, wenn man das weiß. Was man tun muss. Wie gesagt, ich habe nur gesehen, dass ich dort nicht wieder zurückkomme. Was dann kommt, weiß ich nicht und ich habe auch keine Ahnung, wo jetzt hier weitere Seiten sind. Ich weiß nur, dass, was mir aufgefallen ist, Seiten, die ich einmal aufgesammelt habe, bleiben aufgesammelt. Also das ist natürlich sehr, sehr positiv, sehr schön. Ich muss halt nicht jede Seite nochmal finden, beziehungsweise wenn ich jetzt eine Seite finde, weiß ich, dass ich sie noch nicht habe oder hatte. Und ich muss gestehen, ich kann mir gar nicht vorstellen, wo hier noch 12 weitere Seiten sein sollen, ne? Und hier ist es ganz schön windig. Ganz schön dolle windig. Und hier ist eine unsichtbare Mauer. Okay. Also doch kein Open World. Ja, das ist... Hätte mich auch sehr stark gewundert, wenn das Open World gewesen wäre, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das war Teil 1 schon nicht und das hier, glaube ich auch, wäre ein bisschen... Wäre cool gewesen, aber wäre sehr unerwartet gewesen. So, das bedeutet, irgendwo in dem Bereich, den wir hier begehen können, müssen noch die 12 Seiten sein. Ja, und dieses ich kann nicht mehr zurück ist... gefällt mir persönlich nicht so sehr. Das ist etwas, was meiner Meinung nach nicht sein muss. Oh, ist das grässlich, dieser Sandsturm. Heftig. Ja, weiß ich nicht. Muss meiner Meinung nach nicht sein. Was ist denn das Problem daran, dem Spieler die Möglichkeit zu geben, wieder zurückzugehen? Gerade in der Situation, dass man Dinge sammelt. Also, dass es solche Collectibles und sowas gibt, ne? Da ist es ja eigentlich noch mehr der Anreiz des Erkundens. Und jetzt ist es halt die Sache, du weißt ja nicht. Ich meine, ich habe am Anfang... Also, ich wusste nicht, dass es da automatisch weitergesappt wird. Hier stehen überall Autos rum. Es hätte auch sein können, dass man hinfahren muss, dass man erst in ein Auto einsteigen muss. Man weiß also nicht, wann ein Szenenwechsel passiert und plötzlich passiert der einfach. Also, ich wollte mal ganz kurz zeigen, das hier ist halt wirklich... Nur dieses, hier, da seht ihr schon, Sternwarte ist der nächste Bereich. Und 21 Seiten gibt es im Rastplatz. In der Sternwarte gibt es dann nochmal 16. Und dann gibt es noch das Autokino. Und es gibt scheinbar nur diese drei Abschnitte. Das heißt, das ist ein relativ kurzer DLC. Oder ist ja ein DLC, ist ja ein eigenes Spiel. Aber ist auf jeden Fall ein Zacken kürzer, wie es scheint, als das Hauptspiel. Allerdings lasse ich mich überraschen, vielleicht...
Wird da noch mehr dran danach gepackt oder auch nicht, aber das bisher, muss ich wirklich sagen, macht das richtig Spaß und ich bin total begeistert und ja, also bisher kann ich es jedem nur empfehlen. Wer Alan Wake toll fand, wird das hier auch richtig fantastisch toll finden. Allerdings, dafür, dass noch 12 Seiten irgendwo rumwuseln sollen, finde ich verdammt wenige. Wir gucken mal nochmal hier. Na, hier bei den... Hier, wo es brennt. Hier dürften ja jetzt auch keine Bösewichte mehr sein. Das Brennen dürfte aufgehört haben. Ich hoffe, dass die Seiten, falls hier welche waren, nicht verbrannt sind. Ich gucke auch immer wieder auf die Karte, denn dort müssten sie ja rumleuchten. Hier hinter ist auch nichts. Ist das da oben eine? Tor ist offen. Nee. Ah, ich bin gerade verwirrt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das sind echt viele Seiten, die hier noch fehlen. Und das Gebiet erscheint verhältnismäßig klein dafür, dass hier noch so viele unentdeckt sein sollen. Versteht ihr? Ich meine, ich war jetzt schon langsam überall. Und das verwirrt mich ein wenig. Nicht, dass es so ist, dass man das Spiel... Also im ersten Spiel, im Alan Wake, war es ja so, dass man nicht alle Seiten finden konnte beim ersten Spieldurchlauf, weil es ein paar Seiten gab, die bei beim Spiel Schwierigkeitsgrad Albtraum erst auftauchten. Das spiele ich übrigens gerade so privat nebenbei noch ab und an. Ist halt... Es lohnt sich nicht, das nochmal aufzunehmen, weil es ist genau die gleiche Story, genau das gleiche Spiel. Der einzige Unterschied ist, dass es ab und an ein paar extra Seiten gibt. Man findet nämlich alle Seiten nochmal. Also alle Seiten liegen nochmal rum. Und man findet halt ein paar extra Seiten, die ein bisschen mehr erklären, beziehungsweise noch ein paar Infos geben. Aber nichts, wo ich sagen würde, es lohnt sich, das nochmal komplett aufzunehmen, weswegen ich das halt nicht tue. Aber jetzt mal ehrlich, wo sind denn hier noch Seiten? Wo sind denn hier noch... Okay, jetzt sind wir hier oben. Da geht's nicht lang. Obwohl es so aussieht, aber hier kommt man nicht hoch, okay. Wie bitte? Wo kommst du denn her? Wo kommt ihr denn her? Was macht ihr denn hier? Wieso wuselt ihr denn hier rum? Hey, 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 komm mal weg. Okay, das ist interessant. Das heißt, wenn hier Gegner versteckt werden... Okay, hier ist eine Wand. Hä? Wieso werden hier Gegner direkt am Ende der Karte versteckt? Oh, es geht ja schon wieder los. Das Problem ist, dass bei diesem Sandsturm meine Framerate extrem weit runter geht. Deswegen möchte ich ja auch nicht so lange drin rumwuseln in dem Sandsturm. Okay, hier geht's zum Observatorium. Da oben ist es. Man kommt halt nicht wieder zurück. Okay. Ja, also, ich bin verwirrt. Ich bin wirklich schwer verwirrt. Über diese Seiten. Weil ich absolut keine Ahnung habe. Ich bin überall gewesen. Ich bin... Es ist dann vor allen Dingen, weil sie leuchten ja eigentlich auf der Karte auch noch. Es ist ja nicht mal so, dass man sagt, ja, okay,
man würde sie einfach stark übersehen. Das kann natürlich wirklich gut sein, aber dann würde man sie doch auf der Karte sehen. Denn dort werden sie ja auch als schimmernde Fragezeichen angezeigt. Und dem ist hier ja nicht so. Hier liegt noch ein bisschen Kram rum, das ich nicht aufgesammelt hatte, beziehungsweise nicht gebraucht, nicht aufsammeln konnte, weil ich voll war. Tja, ich glaube, dass ich keine Ahnung habe. Also, das glaube ich nicht nur, sondern das, da bin ich mir sehr sicher. Aber ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo ich noch irgendwie suchen kann, muss, sollte, darf. Hier oben wäre auch ein schöner Punkt für eine Seite gewesen. Was ist denn das für, für ein Schatten hier? Was, seht ihr den? Und hier ist jetzt wieder nur felsige Einöde. Und ich glaube, das hier ist halt wirklich einfach die Abgrenzung und da ist dann auch nichts mehr in dieser Abgrenzung. Warte mal, war ich da schon im Auto? Ah ja, hier war ich auch schon. Aber, also ich meine, ich muss doch noch wenigstens eine Seite finden können, damit ich diese Kiste aufmachen kann in dem Rohr, in dem Abflussrohr. Hallo? Kann ich etwas für Sie tun? Haben Sie etwas verloren? Zum Beispiel ein paar Kugeln? Hallo? Ins Knie. Früher war ich auch ein Abenteurer, dann habe ich eine Kugel ins Knie bekommen. Tja, außer schlechte Sprüche ist hier nichts mehr. Und ja, ich weiß, das heißt schlechten Sprüchen. Tja, also das war eine Folge voller Erfolg. Oh Gott. Ich meine, ich mag ja suchen und erkunden und so, aber... Oh. Was haben wir denn hier Schickes entdeckt? Nein? Veto? Oh, das ist natürlich wirklich eine Brutstätte für die Dunkelheit hierhin. Ach du Scheiße. Wo kommst du denn her? So, das wäre ein ja. Aber hier ist nichts. Was ist das denn? Ach, hier geht's noch lang. Ach du Schande. Oh Gott. Ernsthaft? Kann ich mich ducken? Nee. Aber ja, okay. Jetzt mal ernsthaft. Hier ist ein riesiger Bereich, oder so, auf jeden Fall so ein Bereich mit Höhle und hast du nicht gesehen und erkunden und, der ist nutzlos? Hä? Bin ich doof? Ach, was willst du denn? Also hier ist ja nun wirklich nichts. Ich kann ja hier nicht mehr... Weiter, hier ist verschüttet. Seiten sind hier auch keine. Tja. Tja, Leute. Tja, ich bin überfordert. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich noch Seiten finden könnte, sollte, täte. Und diese Folge ist jetzt schon lang genug langweilig für euch.
Ich meine, war das da jetzt mal wieder was halbwegs Interessantes, aber auch wieder nichts entdeckt? Ich bin jetzt einmal, glaube ich, um die komplette Karte herumgerannt. Und habe nichts entdeckt. Jedenfalls nichts, was mir irgendwie was bringt. Deswegen werde ich hier oben einfach mal Schluss für heute machen, nachdem ich den Herrn dort hinten noch umgebracht habe. Und dann sehen wir uns einfach in der... Hey! Hast du dich nicht erschossen? Das war ein Freund von dir, ne? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Sorry, dass so wenig passiert ist, aber ich erkunde gerne. Ich möchte diese andere Waffe haben. Ich möchte nach Möglichkeit alle oder so viele Seiten wie möglich halt haben. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Bis zum nächsten Mal. Euer Kaninchen. Tschüss.